wir Mathilda seit der Geburt wirklich ihr Privatleben gönnen, beziehungsweise auch nicht fotografiert haben lassen oder ja, dass sie an die Öffentlichkeit kommt, wird sie das dann selbst entscheiden. Und ich mache mir da gar keine Gedanken, weil meine Tochter hat einen super, wie sagt man, eigenen Kopf. Nein, überhaupt nicht. Also meine Mutter ist ja auch Ärztin und na klar habe ich auch mal ein paar Minuten drüber nachgedacht, vielleicht auch Medizin zu studieren, aber das ist nicht ihr Wunsch gewesen. Und sie hat gesagt, du musst deinen eigenen Traum finden und auch erfüllen dir, beziehungsweise das dann auch durchziehen, und genauso wird das meine Tochter auch machen. Sie hat eine richtig tolle, wie sagt man, Weltanschauung, auch eine Sicht auf die Dinge, kann relativ klar schon auch beurteilen, was man mitmachen muss und was man eben auch sein lassen kann. Gerade unter Jugendlichen, da herrscht ja oft auch Gruppenzwang, und da sagt sie, da macht sie lieber nicht mit, weil, ja, weil sie das nicht braucht. Wir schauen schon drauf, natürlich, aber sie weiß genau, was wir für Vorstellungen haben, beziehungsweise was sie darf und was sie nicht darf, weil in dem Alter muss man sich nicht vor einer Kamera bewegen, und gerade Social Media ist ja auch sehr, sehr verlockend. Und ich denke, dass, wie gesagt, also sie ist ziemlich intelligent, nicht ziemlich, sie ist sehr intelligent und hat eine richtig gute Sicht auf diese Dinge, was eben auch echt ist und was auch vieles Fake ist.